ganz herzlich willkommen, liebe Steinböcke, liebe Stiere, liebe Jungfrauen. Das ist eure Sternzeichenlegung für den Mai. Wenn du also in einem Erdzeichen geboren bist, wenn du deinen Mond in einem Erdzeichen hast oder wenn du deinen Aszendenten in einem Erdzeichen hast, dann bist du jetzt heute hier richtig. Denk aber dran, du kannst dir auch gerne die anderen Sternzeichenlegungen anschauen, falls eben da dort eine andere Konstellation für dich interessant ist. Ja? Und natürlich kannst du auch auf jemand anderen gucken. So, du denkst trotzdem dran, es ist eine allgemeine Legung, ne? Die kann ich auf jeden zutreffen. Deswegen gebe ich immer in deine Eigenverantwortung. Und ja, ich bedanke mich noch ganz herzlich für all eure Likes, Kommentare, Abos. Vielen lieben Dank auch fürs Teilen meiner Videos. Freut mich immer sehr. So, dann schauen wir jetzt mal. Ich habe heute dabei von Ciro Marchetti das Gilded Tarot. Und dann schauen wir uns jetzt mal an, welche Energien sich für dich im Mai zeigen mögen, für alle Erdzeichen. Und ich habe mir gedacht, ich mache es heute so, dass ich zwei Stapelchen mache. Es ist aber keine Stapelwahl, du bekommst einfach zwei Botschaften für dich. Und wir vertiefen das dann auch ein bisschen. Und schauen wir mal, was da kommen mag. So, liebe lichte geistige Welt, ich bitte um zwei Botschaften für alle Erdzeichen Geborenen. Da kommt gleich mal der König der Stäbe. Und die zweite Karte, die zweite Botschaft lasse ich noch verdeckt. Ja, das kann natürlich jetzt hier sich um eine Liebesthematik handeln, muss aber nicht. Ne? Wir haben es hier mit dem König der Stäbe zu tun, ein sehr selbstbewusster Mann in der Regel, ja? Jemand, der genau weiß, was er will, der auch entsprechend auftritt, der durchsetzungsstark ist. Hat. In der Regel ist er bei Frauen sehr gern gesehen, um es mal so zu sagen. Er hat eine tolle Ausstrahlung meistens, muss gar nicht ein besonders schöner Mann sein, aber der fällt einfach auf. Ja, einfach durch seine ganze Haltung, durch sein Auftreten, ein sehr raumnehmender Mensch, um es mal so zu sagen. Und vielleicht bekommst du hier tatsächlich mit so einem Mann zu tun, in Sachen Liebe, kann aber natürlich auch für einen Chef stehen. Also es muss jetzt nicht unbedingt eine partnerschaftliche Legung hier rauskommen. Wir schauen mal, worum geht es hier? Was kommt hier auf meine Erdzeichen zu? Und vor allem jetzt in Bezug auf diesen König der Stäbe. Womit bekommen Sie es hier zu tun? Da haben wir die Acht der Kelche. Die Liebenden oder die Liebe und die Sonne. Also ich gehe davon aus, es geht hier um das Thema Liebe. Was hier sein kann, ist, dass jemand zurückkommt. Ja? Jemand, der dich vielleicht schweren Herzens zurückgelassen hat, der den Ort des Geschehens verlassen hat, der dich verlassen hat. Kommt hier wieder zurück, die Sonne wiederkehrend, ja. Also es hat jemand scheinbar eine Auszeit gebraucht in Sachen Liebe und kommt jetzt hier zurück. Das kann dir hier im Mai sehr gut passieren. Also das Arbeitsthema würde ich jetzt hier fast ausschließen. Wenn die Liebenden hier fallen, mit der Sonne zusammen, gehe ich eher davon aus, dass hier ein Liebespartner zurückkehrt. Sagt man mal noch ein bisschen was. Ja, hier ging es um Mangel. Hier ist Mangel entstanden, die fünf der Münzen. Da haben wir den Magier. Und wir haben die drei der Münzen. Hier ging es scheinbar darum, bei dir einen Mangel auszuhalten. Ja, das war scheinbar eine Lernaufgabe. Scheinbar solltest du diesen Prozess, dass er sich hier zurückgezogen hat, nicht stören. Ja? Auch wenn es bei dir Mangel erzeugt hat, wenn es dir nicht gut ging damit, wenn du das vielleicht auch nicht toll fandest. Aber das Tarot sagt dir hier, alles, was hier gelaufen ist, wird sich jetzt im Mai für dich auszahlen. Ne? Du hast es ausgehalten, dass dieser Mensch tatsächlich sich
ja, vorübergehend verabschiedet hat. Du hast hier vielleicht nicht nachtarockt, ne, sondern du bist bei dir geblieben. Und es war eine Lernaufgabe, die du hier bestanden hast. Und deswegen kommt dir hier auch zurück. Das ist ja das, was ich auch oft sage, ne? Lauf den Männern nicht hinterher. Wenn die eine Auszeit brauchen, wenn die aus welchen Gründen auch immer sich sammeln müssen, natürlich kann man sich darüber unterhalten, ob die das oft sehr charmant und richtig machen. Aber letztendlich geht es darum, dass wir Frauen lernen, in unserem Selbstwert zu bleiben und auch diese Entscheidung des anderen in dem Moment zu achten, ne? Wie gesagt, es entschuldigt nicht schlechtes Verhalten. Beleidigendes Verhalten, darum geht es ja nicht. Aber was hier scheinbar ein Ende hat, ist dieser Rückzug. Im Mai kommt jemand zurück und sie sagen dir hier, du hast deine Prüfung, du hast deine Lernaufgabe hier. Dieses auszuhalten, ne? Und hier nicht ins Hinterherrennen zu gehen, ins Festhalten zu gehen, ja, ins Festklammern. Manche Frauen klammern sich ja dann da. Da nicht reinzufallen. Die Belohnung dafür ist, dass hier wieder jemand kommt. Sag mir mal noch was dazu, was hier im Mai sich dann mit diesem Mann zeigen wird. Da haben wir die Mäßigkeit, die 6 der Kelche. Und die 3 der Kelche. Also es kommt wieder mehr Leichtigkeit rein, es kommt wieder mehr Gefühl rein, mehr Balance. Vielleicht war das eine Situation hier, wo jemand mit den mächtigen Gefühlen der 6 der Kelche nicht umgehen konnte. Ja? Vielleicht hast du deinen Partner in eine Situation, sage ich jetzt mal, geschmissen oder er sich selbst, wo ihm diese Verbindung zu eng geworden ist oder zu intensiv geworden ist. Ja? Vielleicht hat er, es kann auch durchaus sein, dass er hier für sich erstmal sortieren musste. Und jetzt im Mai kommt wieder Leichtigkeit rein, es kommt Ausgleich rein. Ne? Kann durchaus sein, dass ihr hier miteinander auch wieder richtig Spaß habt und Freude habt. Das mag erstmal ein bisschen vorsichtig angehen, aber zum Ende hin dürfte es hier wieder richtig schön werden. Also diejenigen, die hier in Resonanz gehen mit dieser Legung, da kann ich nur sagen, erstens mal herzlichen Glückwunsch, dass du deine Lernaufgabe hier bestanden hast. Und wunderbar, wenn hier ein Mensch zurückkommt, mit dem du einfach auch gut weitergehen kannst. Na? Deswegen, ich finde es immer ganz gut, wenn solche Legungen hier kommen, weil daran seht ihr einfach, dass es nicht immer ein Aus sein muss, wenn jemand sich zurückzieht. Ja? Die Frage ist ja immer, wie gehen beide Seiten damit um? Wie sehr kann eine Frau es respektieren und akzeptieren, dass ein Mann sich mal zurückzieht? Ne? Nochmal, es ist immer die Frage, wie macht der andere das? Und da kann man sicherlich auch dann vielleicht, wenn es nicht schön gelaufen ist, ein Gespräch dazu führen. Ja? Aber grundsätzlich, also meine Haltung ist, ein anderer Mensch gehört mir nicht. Und vor allen Dingen, solange ich nicht wirklich jetzt mit jemandem verheiratet bin oder in einer festen Partnerschaft bin, wo ich einfach bestimmte Verhaltensweisen voraussetze, kann der andere meines Erachtens immer noch tun und lassen, was er will. Ja, natürlich ist es schöner, wenn er sich verbindlich zeigt, wenn er sich wertschätzend zeigt. Nur wenn er das alles nicht tut, dann ist es ja für dich nur ein Hinweis darauf, ob du dir sowas bieten lassen möchtest. Ja, das kannst ja immer noch du entscheiden, ob du dann mit so einem Menschen weitergehen willst. Hier scheint es so zu sein, dass jemand zurückkommt und hier scheint es auch so zu sein, dass es für dich auch eine positive Erfahrung ist, weil hier ja auch die Feiernkarte liegt, ja? Also hier scheint es für beide Seiten schön zu sein, dass man sich hier wiedergefunden hat. Dann schauen wir uns die zweite Karte an. Ja, schau mal, und jetzt kommt hier noch die Herrscherin. Schauen wir mal, was uns die Herrscherin noch sagen will. Vielleicht bist du ja jetzt durch diese Situation, durch dein Loslassen, durch das,
dass du gesagt hast, kann machen, was er will, ne? Ich renne ihm nicht hinterher, in die Herrscherinnenenergie gekommen, denn eine Herrscherin rennt keinem hinterher, weder Mann noch Frau, ja? Macht sie einfach nicht, hat sie nicht nötig, ne? Die herrscht über ihr Reich und ob da jetzt einer mehr oder weniger dabei ist, das klingt jetzt so abwertend, so ist es nicht gemeint, ne? Aber die weiß einfach, eine Herrscherin fühlt keinen Mangel. Warum rennen wir den Menschen hinterher? Weil wir Mangel spüren, weil wir Angst haben, dass wir ohne den nicht mehr glücklich werden, dass wenn der weg ist, dass es dann keinen anderen mehr gäbe. Das stimmt ja gar nicht. Also wir begrenzen uns ja häufig selbst. Und ich glaube auch nicht, dass es Liebe ist, nur einen bestimmten Menschen zu lieben. Na, in unseren Herzen haben ganz viele Menschen Platz. Und die Liebe zu Menschen kann auch ganz unterschiedlich sein. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, was ist denn die Botschaft hier mit dieser Herrscherin? Bist du das? Kommt da eine Herrscherin vielleicht auf dich zu? Aber mein Gefühl ist, dass es hier eine Weiterführung ist. Schauen wir mal. Sag mir mal bitte mehr zu der Herrscherin. Da kommt das Rad des Schicksals. Der Magier wieder. Und die 10 der Kelche. Und ja, ich bin mir sicher, es hat mit der ersten Legung zu tun. Es ist eine Weiterführung. Da geht es jetzt um dich. Da sagen sie dir jetzt, du darfst jetzt erfahren, dass dein Verhalten, ne, so wie du die Welt inzwischen siehst, wie du dich selbst begreifst, dass du im Prinzip alles in deinem Leben selbst in der Hand hast, dass du dein Schicksal selbst in der Hand hast und dass du alles hast, was du brauchst, um glücklich zu werden, ne? Um dir entweder selbst eine gute Familie zu sein oder mit einem anderen. Das hat dich hier zur Herrscherin gemacht. Das ist genau diese Aussage. Das ist diese Fülle in dir. Die Fülle in dir hat dich zur Herrscherin gemacht. Und damit kann sie auch im Außen kommen. Und was für eine wunderbare Aussage für den Mai. Der Mai ist für mich ein sehr fülliger Monat. Allein schon, wenn ich die Natur anschaue, ja, da blüht es. Und es ist ja ein Wahnsinn, wenn man bei uns die blühenden Bäume und die Wiesen und das alles anschaut. Das ist reine Fülle. Also im Mai erwartet dich reine Fülle. Und zwar als Folge deiner eigenen Entwicklung. Sag mir mal noch ein bisschen was dazu. Da kommen die 6 der Münzen. Das mag durchaus auch ein Ausgleich sein für die Vergangenheit. Ja, genau, für vergangenen Mangel. Ein Ausgleich für vergangenen Mangel. Und für das Kämpfen in der Vergangenheit. Das ist jetzt auch nur, es korrespondiert jetzt auch nochmal mit Stapel 1. Wie schön diese beiden Stapel jetzt miteinander kommunizieren, ne? Du erfährst jetzt Ausgleich. Das, was du hinter dir hast, was du erfahren hast, was du erleiden musstest und wie du früher vorgegangen bist, indem du vielleicht eben kämpfen, in dem Sinn, dass du den Männern auch hinterhergelaufen bist und um einen Mann gekämpft hast, das ist eigentlich ein No-Go, ja? Kämpfe nicht um einen Mann, außer vielleicht um deinen Mann. Wenn du verheiratet bist oder in einer festen Partnerschaft, ist es nochmal ganz anders, ja? Aber wenn es hier jetzt einfach um einen Menschen geht, den du kennengelernt hast, mit dem du sagst, du warst mit dem zusammen, viele Frauen sagen ja schon, ich bin mit einem Mann zusammen, wenn sie ihn das dritte Mal gedatet haben. Das ist doch noch keine Beziehung. Ich weiß nicht wann, ich möchte jetzt da keine Zeit drauf legen, aber ich glaube, dass wir ganz lange erstmal in einem Kennenlernprozess sind. Das ist noch gar keine Beziehung. Das Problem mancher Frauen ist, dass sie sich aber ab dem dritten Date als in Beziehung betrachten. Und wenn der Mann sich dann nach 2 Monaten verabschiedet, dann ist das für sie ein Weltzusammenbruch, ein Untergang, ja? Warum? Weil sie dem Ganzen schon viel mehr Bedeutung gegeben haben, als der Mann dem Ganzen Bedeutung gegeben hat. Ein Mann kann sich ewig lang erstmal mit einer Frau treffen, ohne dass er dem Ganzen eine Bedeutung gibt. Da denkt er noch gar nicht drüber nach, was das für ihn ist. Wir Frauen
wollen aber sehr schnell immer wissen, welche Bedeutung habe ich für dich? Was ist das jetzt? Was, ja, ist das jetzt eine Beziehung? Das ist doch gar nicht wichtig, wie du es benennst. Wichtig ist doch, was zwischen euch beiden passiert, was da fließt, was da spürbar ist und nicht der Titel, den man dem Ganzen gibt. Genauso wie ich sage, dass nur weil sich zwei Menschen scheiden haben lassen, die Energie nicht sofort beendet ist, die zwischen den beiden fließt, wenn da Jahre vorausgegangen sind. Ja? Also das, was wir Menschen an Verträgen und an Worten immer finden für irgendwas, das ist, für mich ist es Schall und Rauch. Das kann sich alles von einer Sekunde auf die andere wieder verändern. Und du scheinst es hier kapiert zu haben, weil eine Herrscherin weiß das. Die weiß um diese Umstände. Die weiß, dass das Leben von heute auf morgen sich verändern kann. Jemand sich gegen sie entscheiden kann oder sie sich auch gegen jemanden entscheiden kann. Deswegen bricht die Welt nicht ein. Also dieses Kämpfen aufgrund von Mangelgefühlen, das hast du hier hinter dich gebracht. Und es zeigt sich hier einfach, dass du jetzt vom Universum dafür belohnt wirst. Und das ist eine wunderschöne Sache. Noch eine letzte Reihe. Ja, da kommen die vier der Schwerter. Die Liebenden. Und der Mond. Schau her. Und damit kann jetzt alles heilen, was in Bezug auf Liebe bei dir bisher, ja, ich sag's mal, schwierig war, was wo vielleicht noch ungeheilte Anteile waren, wo vielleicht auch noch Persönlichkeitsanteile waren, die irgendwo versprengt waren und zurückgeholt werden durften, wo noch das innere Kind vielleicht aufgeschrien hat, ja, das kommt jetzt alles in die Heilung. Du bekommst jetzt sozusagen eine Bestätigung dafür, dass es anders funktioniert. Ich hoffe, ich mache mich jetzt deutlich, ja? Du hast jetzt gelernt, aha, wenn ich eben nicht hinterherrenne, wenn ich eben bei mir bleibe, wenn ich in der Selbstliebe, in der Selbstachtung, im Selbstwert bleibe, dann kommt sowieso was zu mir gehört. Und wenn dieser Mann zu mir gehört, dann kommt er. Und scheinbar kommt er ja jetzt. Ja? Bei einigen wird es so sein. Und damit konnten sich deine alten Muster, deine alten Verhaltensweisen, deine alte Denk- und Fühlweise zum Thema Liebe konnte sich damit heilen. Sehe gerade, ich habe immer mein Bildschirm ein bisschen weit nach vorne geschoben. Also, eine sehr, sehr schöne Legung. Ich hoffe sehr, dass es auf viele von euch zutrifft, weil das eine ganz tolle Legung ist. Hier haben wirklich einige verstanden, wie das mit Liebe und Partnerschaft, mit Kennenlernprozessen, mit dem anderen Geschlecht, wie das funktioniert. Sensationell, freut mich sehr, freut mich sehr, freut mich sehr. Ja, das war's, ihr lieben Erdzeichen. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass ihr da wart. Ich habe mich sehr gefreut über da, dass ihr zugeschaut habt. Und ja, liken nicht vergessen. Gell? Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.